Beispiel. Wann fängt der Film an? Ich glaube um 8 Uhr. Bist du fertig? Können wir gehen? Einen Moment, ich muss noch telefonieren. Es ist jetzt aber schon 7:30. Wir müssen gehen, komm jetzt. Was? Schon 7:30? Ja, dann rufe ich Sibylle lieber morgen früh an. Ich bin fertig, gehen wir. Wann fängt der Film an? Ich glaube um 8 Uhr. Bist du fertig? Können wir gehen? Einen Moment, ich muss noch telefonieren. Es ist jetzt aber schon 7:30. Wir müssen gehen, komm jetzt. Was? Schon 7:30? Ja, dann rufe ich Sibylle lieber morgen früh an. Ich bin fertig, gehen wir. Nummer 1. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer auch ruhig? Aber ja, das ist im 3. Stock. Das ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. 3. Stock, Zimmer 365. Dankeschön. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer auch ruhig? Aber ja, das ist im 3. Stock. Das ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. 3. Stock, Zimmer 365. Dankeschön. Nummer 2. Guten Tag, Frau Beile. Warum ist denn Herr Maurich nicht da? Ist er schon im Urlaub? Aber nein, er fährt doch erst im Mai in Urlaub. Das wissen Sie doch. Heute ist er in Bremen bei der Firma Allerich & Co. wegen der neuen Computer. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Morgen ist er ja wohl wieder da, hoffe ich. Er ist am Montag wieder im Büro. Aber Sie können ihn doch anrufen. Guten Tag, Frau Beile. Warum ist denn Herr Maurich nicht da? Ist er schon im Urlaub? Aber nein, er fährt doch erst im Mai in Urlaub. Das wissen Sie doch. Heute ist er in Bremen bei der Firma Allerich & Co. wegen der neuen Computer. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Morgen ist er ja wohl wieder da, hoffe ich. Er ist am Montag wieder im Büro. Aber Sie können ihn doch anrufen. Nummer 3. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so.
Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. Nummer 4. Ich brauche unbedingt Fahrkarten für die S-Bahn. Wo gibt es die? Bitte schnell, ich habe so wenig Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht am Schalter? Nein, die sind alle geschlossen. Was mache ich nur? Vielleicht gibt es die Fahrkarten auch am Zeitungskiosk. Nein, nein, die verkaufen keine Fahrkarten. Sie müssen zum Automaten gehen. Aber das dauert doch so lange. Ich kann das auch gar nicht. Doch, kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Ich brauche unbedingt Fahrkarten für die S-Bahn. Wo gibt es die? Bitte schnell, ich habe so wenig Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht am Schalter? Nein, die sind alle geschlossen. Was mache ich nur? Vielleicht gibt es die Fahrkarten auch am Zeitungskiosk. Nein, nein, die verkaufen keine Fahrkarten. Sie müssen zum Automaten gehen. Aber das dauert doch so lange. Ich kann das auch gar nicht. Doch, kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Nummer 5. Ich möchte Geld in die Schweiz überweisen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Oh je, ich finde die Kontonummer nicht mehr. Tut mir leid, dann können wir gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich die Nummer noch holen. Wie lange haben Sie denn geöffnet? Bis 12:30. Ja, das geht. Ich komme sofort wieder. Jetzt ist es ja erst 11:30. Gut, bis später. Ich möchte Geld in die Schweiz überweisen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Oh je, ich finde die Kontonummer nicht mehr. Tut mir leid, dann können wir gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich die Nummer noch holen. Wie lange haben Sie denn geöffnet? Bis 12:30. Ja, das geht. Ich komme sofort wieder. Jetzt ist es ja erst 11:30. Gut, bis später. Nummer 6. Ich möchte mit dem Bus nach Bonn fahren. Ist das möglich? Ja, natürlich. Das dauert aber sehr lange. Sie können mit der S-Bahn fahren. Das ist sehr bequem. Dann sind Sie in einer Stunde in Bonn. Mit dem Zug geht es sogar noch schneller. Nur 50 Minuten. Aber der Zug fährt nicht so oft. Nein, nein. Ich möchte mit dem Bus fahren. Gut. Der Bus fährt um 9 Uhr am Hauptbahnhof ab. In einer Stunde und 30 Minuten sind Sie in Bonn. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Liebe Schülerinnen und Schüler, der Bus hält jetzt gleich vor dem Deutschen Museum. Steigt bitte aus und geht zum Eingang. Dort wartet ihr dann alle.
Wir treffen uns am Eingang des Museums. Nummer 7. Frau Zalewski, angekommen mit der Gruppe Albertur aus Prag. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Der Bus für Ihre Gruppe steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Wir warten nur noch auf Sie. Nummer 8. Heute haben wir für Sie wieder besonders viele Angebote. Im Erdgeschoss finden Sie Damenoberbekleidung, Taschen und Elektroartikel in großer Auswahl. Im ersten Stock finden Sie Damen- und Herrenschuhe für jede Gelegenheit und für jeden Geldbeutel. Besonders interessant sind dabei unsere Angebote für sportliche junge Leute. Im zweiten Stock ist unsere Kinderabteilung. Da gibt es alles für unsere kleinen Kunden. Nummer 9. Liebe Fluggäste, in wenigen Minuten landen wir auf dem Flughafen Hannover. Leider haben wir 30 Minuten Verspätung. Die Passagiere, gebucht auf den Lufthansa-Flug 5211 nach München, werden gebeten, sofort zum Schalter 21 in Halle B zu kommen. Die Fluggäste im Transitverkehr nach München mit dem Lufthansa-Flug 5211 gehen bitte sofort zum Schalter 21. Nummer 10. Herr Adrian van der Velde, angekommen aus Amsterdam, wird gebeten, sich am Schalter 17 in der Halle A zu melden. Herr Adrian van der Velde, bitte zum Schalter 17 in Halle A. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Michael, ich bin's, Christine. Ich bin gerade hier am Bahnhof angekommen. Ich nehme jetzt den Bus Nummer 3 und fahre sofort zur Universität. Das ist gar kein Problem. Wir sehen uns dann dort im Café. Du kannst mich auch auf dem Handy anrufen, alles klar? Bis später. Hallo Michael, ich bin's, Christine. Ich bin gerade hier am Bahnhof angekommen. Ich nehme jetzt den Bus Nummer 3 und fahre sofort zur Universität. Das ist gar kein Problem. Wir sehen uns dann dort im Café. Du kannst mich auch auf dem Handy anrufen, alles klar? Bis später. Nummer 12. Hier ist die Praxis von Dr. Boll. Unsere Sprechzeiten sind am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 071 43 43 76.
Hier ist die Praxis von Dr. Boll. Unsere Sprechzeiten sind am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 071 43 43 76. Nummer 13. Guten Tag. Hier ist die Volkshochschule der Stadt Auersberg. Bei uns können Sie jeden Monat einen Sprachkurs anfangen. Die nächsten Termine für den Einstufungstest sind 1. August und 1. September. Weitere Informationen bekommen Sie bei uns am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Guten Tag. Hier ist die Volkshochschule der Stadt Auersberg. Bei uns können Sie jeden Monat einen Sprachkurs anfangen. Die nächsten Termine für den Einstufungstest sind 1. August und 1. September. Weitere Informationen bekommen Sie bei uns am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Hier ist die Reparaturwerkstatt Helmut Schildkamp. Unser Telefon ist im Moment nicht besetzt. Sie können eine Nachricht hinterlassen oder Sie können uns unter folgender Telefonnummer erreichen. München 88835. Hier ist die Reparaturwerkstatt Helmut Schildkamp. Unser Telefon ist im Moment nicht besetzt. Sie können eine Nachricht hinterlassen oder Sie können uns unter folgender Telefonnummer erreichen. München 88835. Nummer 15. Guten Tag, ihr Lieben. Hier ist Veronika. Ihr wisst ja, am Donnerstag ist mein Geburtstag. Deshalb möchte ich am Samstag eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um 7:30 bei mir. Ist das okay? Ich rufe morgen noch einmal an. Tschüss! Guten Tag, ihr Lieben. Hier ist Veronika.